Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Siberia. Mir ist es vorher nochmal was eingefallen, und zwar als ich nämlich bei der einen Folge, beziehungsweise vorher, rumgesucht habe, war hier die Tür zu. Weil ich nämlich dann jetzt doch nochmal aus dem Bahnhofsgelände raus bin, weil ich eigentlich dachte, dass das in dem Haus ist. Das Haus ist aber immer noch zu. Ist mir eingefallen, wir waren ja noch gar nicht in der Kirche und jetzt sieh da, die Kirchentür ist offen. Und ich hoffe jetzt mal, dass hier irgendwo eine Garderobe ist. Hä? Hallo? Kate, und? Was gibt's Neues? Wir haben da ein kleines Problem, Herr Marson. Was denn für ein Problem? Ich bitte Sie, Kate. Nun rücken Sie schon raus damit. Es gibt da vielleicht einen Erben. Was? Hans, der Bruder von Anna Vorarlberg. Es scheint, als würde er noch leben. Wir können die Fabrik nicht ohne sein Einverständnis kaufen. Was erzählen Sie da? Wo soll denn dieser Bruder auf einmal herkommen? Und wo ist er? Was sagt denn der Notar dazu? Nichts. Das heißt, nichts, was uns helfen könnte. Wissen Sie, ein merkwürdiges Land ist das hier. Komische Leute und erstaunliche Dinge. Ich verstehe das alles noch nicht richtig. Ich muss noch ein paar Nachforschungen anstellen. Hören Sie zu, Kate. Universal Toys ist einer unserer wichtigsten Kunden. Also merkwürdig oder nicht, Sie kehren erst dann nach New York zurück, wenn die Angelegenheit geregelt ist. Ist das klar? Ja, Herr Marson. Sie können sich auf mich verlassen. Ich... Mist. Arschloch. Entschuldigung, aber das musste jetzt sein. Okay, ich glaube jetzt zwar nicht, dass das hier eine Garderobe ist, aber ich gucke trotzdem mal nach. In die Kirche weiß ich nämlich gerade nicht, ob wir rein können, weil es ist irgendwie alles einfach so ein bisschen komisch. Komische Angelegenheit. Warum schießt meine Maus eigentlich immer da oben in die Ecke? So, was ist das? Das ist die Garderobe. Legen Sie hier Ihre Jacke ab und rennen Sie zurück zum Zug. Wer sitzt eigentlich da oben? Na du? Ach, der ist ja cool. Kann man da rein? Hier kann ich wohl nicht lang. Oh. Ah, vielleicht ist das aber das Grab von entweder ihrem Vater oder Anna Vorarlberg selbst. Okay. Würde auf jeden Fall erklären, warum da oben was sitzt. Was aussieht wie ein Automat. Gehen wir mal da lang. Ach, da können wir auch noch lang. Voll geil. Das ist voll cool hier. Aber wir kommen hier nicht weiter. Cool. Ein Ort zum Gucken und zum Genießen. Ein Friedhof. Na klar. Na gut, dann gehen wir erstmal außen rum und checken da alles ab, bevor wir da ins Gebäude reingehen. Da ist noch eine Tür. Was ist das? Ich will aber da noch nicht rein. Aber wir können trotzdem mal die Zahnräder da reinsetzen. Wow, das sagt uns ja auch noch, wo die Teile hinkommen. Wow. So. Tschüss. Ich hätte so gelacht, wenn auf der anderen Seite die Tür aufgegangen wäre. Okay, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Warum sitzt der Typ da so komisch und bewegt sich nicht? Das ist irgendwie gruselig. Oh, Eier. Eier, wir legen Eier. So, was bringt uns das jetzt hier? Das funktioniert nicht. Da fehlt wohl ein Teil. Ach, sag an, deswegen wollte ich auch noch um die Kirche rumgehen, bevor wir da reingehen, Mädel. Wahnsinn. Jetzt sind wir nämlich wieder mit dem Zug runter. Mit dem Aufzug runter. Okay, also da muss irgendwas rein, alles klar. Also müssen wir mal Ausschau nach. Ich würde jetzt fast Lochkarten sagen, weil beim Oscar war es ja auch eine Lochkarte. Und da wir die komische Walze da nicht reinquetschen können, weil die rund ist, beziehungsweise zylinderförmig, wird das wohl nichts. Aber gut zu wissen, dass wir da mit dem Aufzug hochkommen. Auch wenn ich mich persönlich nicht trauen würde, das Ding zu fahren. Das ist irgendwie... Da findet man damals Bauamt vorbei. Guckt, das ist aber auch Schicht im Schacht. Alles irgendwie ein bisschen verrostet.
Die haben keinen rostfreien Stahl genommen, aber wenn die so in Schulden waren, dann hätten sie sich das sowieso nicht leisten können. Hallo Kirche. Kann ich die Hostien klauen? Oder die Hostien aufessen und den Becher leer trinken? Nein, das würde ich natürlich niemals machen, aber... Wenn man schon so hier alleine in der Kirche rumläuft, kommen schon so die ein oder anderen Gedanken. Klaust du jetzt das Kreuz? Was zum... Cool. Ich sag jetzt mal nicht nein, ich sag jetzt mal nett danke. Achso, das hätte darauf hindeuten sollen, dass da hier, da ständig... Alles klar, da fehlt der Dornkranz. Was ist das denn? Weißt du, Fotos und künstlerische Leistungen sind total so... What the fuck? Wer kommt bitte auf die... Das sieht aus wie ein dicker Jesus. Oder wie eine dicke Frau. Das soll Jesus darstellen? What the hell? Das ist eine dicke Frau. Das sieht aus wie ich. Spaß. Okay, da ist ein Schloss. Mal schauen. Schlüssel? Cool. Was ist das hier? Lochkarte! Ich hoffe mal, dass uns der Priester hier das nicht böse nimmt. Doch eine Lochkarte. Achso, die Bücher und das Kreuz und so dürfen wir nicht mitnehmen. Alles klar. Da ist jetzt nichts Interessantes drin. Okay. Noch eine Lochkarte. Voll cool. Grün. Okay. Die sind nach Farben sortiert. Und noch eine Lochkarte. Hellblau. Okay. Wenn ich jetzt das Teil hier klemmt. Was? Wieso klemmt das? Das Teil hier klemmt. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir, Das Teil hier klemmt. Deine Mutter klemmt. Zwischen Tür und Angel. Ich weiß nicht, warum ich dieses deine Mutter habe. Oh. Oh. An meinen Nachfolger, dem Pfarrer der Gemeinde Valla Delayne. Das Beichtgeheimnis ist ein Gelübde, das wir niemals brechen dürfen. Sie werden daher verstehen, dass dieses Schreiben die Frucht langer und schwieriger Überlegungen ist. An einem Tag im März 38 klopfte Rodolf Vorarlberg an meine Tür. Ich war damals ein noch sehr junger Pfarrer und höchst beeindruckt von der Persönlichkeit des wichtigsten Mannes unserer Kleinstadt Valla Delayne. Ah, doch eine Stadt. Ich dachte, das wäre ein Dorf. Ein Regentag, ich erinnere mich genau. Er war völlig durchnässt, auf seinem Gesicht der Ausdruck unendlichen Leids. Er verkündete mir mit zusammengepressten Zähnen, die Augen voll von Schmerz, dass sein Sohn Hans soeben gestorben sei und bat mich, diesen sofort zu segnen. Als ich das abgedunkelte Wohnzimmer des Vorarlbergischen Hauses betrat, stand dort der Sarg des jungen Hans in der Mitte des Raumes. Er war verschlossen. Herr Vorarlberg erklärte mir, er wünsche nicht, dass man den Leichnam seines Sohnes, der in Stücke zerschnitten am Fuße eines Abgrunds gefunden wurde, sähe. Ein Unfall vermutlich darauf zurückzuführen, dass Hans Vorarlberg trotz seiner 18 Jahre nicht im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte war. Ah! Okay. Ich habe ihm geglaubt. Ich habe die Messe zelebriert und Hans Vorarlberg mit dem Respekt beigesetzt, der dieser Tragödie angemessen war. Gottes Wege sind unergründlich. Und ich hatte diesen Vorfall auch sicherlich schon längst vergessen. Aber einige Jahre später, lange nach dem Tod ihres Vaters, hatte Anna Vorarlberg einen Unfall in der Manufaktur, die ihr fast das Leben gekostet hätte. War es die Tatsache, dass sie dem Tod nur knapp entronnen war? Auf jeden Fall hatte Anna das Bedürfnis zu beichten. Und in dieser Beichte sollte ich erfahren, was mir seitdem keine Ruhe mehr lässt. Der Körper ihres Bruders Hans ruhte nicht im Familiengrab. Hans lebte. Ich hatte einen leeren Sarg gesegnet. Ich selbst war Teil eines finsteren und irrsinnigen Spiels Rudolf Vorarlbergs, missbraucht von einem Mann, der den Tod seines Sohnes vorspielte, da er dessen Weggehen als Verrat betrachtete. Was war ich für ein Pfarrer? Was konnte ich nach all dem noch für ein Pfarrer sein? Der Herr mag mir vergeben, es ist mein alleiniger Richter. Es? Er, mein Gott. Um ein besserer Pfarrer zu sein, lasse ich es, als ich es war, müssen Sie jedoch wissen, dass eine Ihrer Seelen fehlt. Ich bin mir darüber im Klaren, dass ich jetzt Sie mit diesem schrecklichen Geheimnis belaste. Sie werden daraus machen, was Sie für richtig halten. Leon Bonnard, Pfarrer. Eieiei, oh Mann. Das Teil hier klemmt. Noch irgendwelche Geheimnisse, die ich vielleicht finden sollte, von irgendwelchen Mumien, die rumlaufen. Das Teil hier klemmt. Nee, das aussieht nicht.
Warte, das habe ich vergessen. Das Teil hier klemmt. Okay, dann machen wir wieder zu. Crazy, crazy. So. Da ist eine Tür und da ist eine Tür. Da bin ich reingekommen, dann gehen wir da mal raus. Oder auch nicht. Das bringt nichts. Es ist verriegelt. Na gut, dann halt nicht. Okay, aber jetzt hätten wir schon mal die ganzen Teile, damit wir, Vorarlberg-Schlüssel. Achso, damit wir wahrscheinlich in die Krypta reinkommen. Okay, creepy. Ganz, ganz creepy. Jetzt will ich doch erstmal in die Kirche gehen, bevor ich da hochgehe. Vielleicht können wir in der Kirche einen Tipp finden, wie wir die Lochkarten reinstecken müssen. Klingt irgendwie auch falsch. Wie sie eingelocht werden müssen. Aha, aha, durch den Schlitz geschoben. Ah! Alter, Leute, wenn ihr erwachsen werdet, werdet ihr nicht ungemein weniger doppeldeutig. Okay, aber was wir damit alles machen und wer am Schluss wen einlocht, das erfahren wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein, Leute.